Das ist die große Gewinnspielfrage. Die bekommen wir jedenfalls nicht von hier. Toll. Das heißt, wir müssen doch noch auf die andere Seite. Verdammt. Miep! Scheiße! Ich dachte, die Falle wäre aufgehoben. Alter! Oh. Ich dachte, die Falle wäre aus. Nein, es waren nur diese beiden. Die Falle hat es uns aber gerade mächtig gezeigt und die hat mich gerade extremst verjagt. Aber holla, die Waldfee. Alter. Oh. Wenn ich das jetzt umgekehrt mache, ist die Feuer... Die dann aus? Ja, die sind wieder aktiv, das weiß ich. Ist die denn jetzt aus oder ist brennt die immer noch? Alter, die brennt immer noch! Habe ich mir gedacht. Also ich hatte damals, wo ich das zum ersten Mal gespielt hatte, mal gelesen, dass man sich auch so, wenn man es richtig anstellt, dran vorbeischleichen kann. Aber ihr seht schon, das geht nicht. Das ist Blödsinn, laut meiner Meinung. Da muss man wirklich schon eine Nautilus-Verwandlung benutzen, um da ungescholten durchzukommen. Ihr habt das ja gesehen. Wir haben wirklich mehr als genug von denen. Alter. Manchmal hat die sogar das Pech gehabt, dass wir uns als Nautilus verbrannt haben. Das hatte ich auch schon gehabt. Also jetzt nicht hier im Let's Play, sondern privat. Ich glaube, wir verlieren gleich ein bisschen Leben. Nee, doch nicht. Zum Glück haben wir die Akrobatik. Eieieiei. Beziehungsweise den Ring dafür. Es gibt nämlich einen Ausbilder dafür, der die Ausbildung anbietet. Für die Akrobatik. Ich weiß aber nicht genau, wer das ist. Ich glaube, das haben wir auch leider nicht herausgefunden, wer das ist. Dann geh mal. Ja, danke. Ja, auch eine tolle Ansage. Ja, geh mal. Ja, danke. Gut, dann müssen wir jetzt auf die südliche Seite uns leider begeben. Und gegen die Panzerschrecken da vorgehen. Im Ernst. Aua! Double Kill. Das ist ja wohl das Mindeste. So. Wir haben den Typen so hochgeskillt und hochgejubelt bis zum geht nicht mehr. Jetzt müsste er wirklich mal jeden hier platt machen können. Also würde ich echt die Krise kriegen, wenn das nicht der Fall wäre. Ich glaube, das ist das falsche. Nee, doch nicht. Da geht's weiter. So, ich bin übrigens gerade gegen das Mikro gekommen, das tut mir leid. So, auf jeden Fall geht's hier anscheinend... Was ist... Achso, das ist ein Nautilus. Oh Gott, das sah ja gerade richtig kurios aus. So, von denen nehmen wir die Panzer nochmal an uns. Die können wir sicher nochmal gebrauchen. Das sieht nach einem Loch aus, wo nur Nautilus durchkommen. Ich glaube, das war auch schon bei Gothic so, mit den Nautilus. Ich glaube, da kamen die auch schon vor in der Form. Ich weiß das aber nicht genau. Da müsste ich nochmal das Let's Play von Laszlo sehen zu Gothic 1. Der hatte ja Gothic 1 bereits Let's Played in der Vergangenheit. Ups. Und ich denke auch mal, der wird demnächst mit Gothic 2 anfangen, dem Vorgänger von Risen. Daraus ist ja Risen, wie gesagt, resultiert. So, und wir sind jetzt hier. Und ich sehe da schon zwei Ghule, die da rumlungern. Dann greifen wir die uns mal. Alter, der Penner, der weicht so lange. Oh, das ist noch ein dritter. Scheiße. Das war mir schon klar, dass du deine scheiß Magie wirken wolltest, du Penner. Alter. Sag mal. Jetzt geh endlich tot. Meine Güte nochmal. Alter Schwede. Ja, ihr seht richtig, die Ghule machen uns immer noch Schwierigkeiten. Aha. Ja, und was hat das jetzt gebracht? Also ich habe jetzt gerade leider keine Ahnung, was dieser Ring jetzt gebracht haben soll. Ja. Super. Toll. Und jetzt? Da hinten sehe ich einen Ghoul. Oh Gott, wir nehmen ja schon bald schon eine Stunde auf. So, den hauen wir nochmal weg.
muss das sein? Eine Reiselust, die wir sowieso nicht brauchen. Doch, brauchen wir schon. Wir können ja dann weitere Tränke, zwar weitere Erfahrungstränke machen. Ach ja, hier müssen wir uns nach dem Hügel. Genau, genau. So wie ist das hier? Ist das ein Secret Ring? Nö. Das ist bedauerlich. Was ist mit dem hier? Ist das ein Secret Ring? Kamera änderte sich gerade so komisch, deswegen hatte ich gerade ein paar Hoffnungen. Aber auch nur ein paar. So, hier sind überall Ringe. Es können überall Secrets sein. Ernsthaft? Ich habe die gerade echt nicht gesehen. Grrr. Da wirft die uns wieder eine Etage runter, aber das macht nichts. Es ist eine reine Fail-Session dieses Mal irgendwie. Glaube ich ja wohl nicht. Kann man die echt nicht betätigen? Ja, ich sehe es, dass das eine Fallgrube ist. Danke, jetzt weiß ich das auch. Drüben. Alter! So. Pech gehabt. Diesmal schmeckt er seine eigene Attacke. 8 Goldstücke und 3 Stücke Fleisch. Aber leider keine Büste. Hier ist eine Speergrube. Vielleicht kann ich die so überwinden, aber irgendwie habe ich daran Zweifel. Ey! Cool. Okay. Geil. Das hat geklappt. Finde ich gut. Okay, hier gibt es nichts dran zu rütteln. Aha. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Woher kommt das? Wieso ändert sich die Musik plötzlich? Können wir doch bestimmt einen Ring betätigen. Das kann doch nicht sein, dass wir hier... Die Tür geht doch kaputt, Mensch! Anscheinend nicht. Hier geht es auf jeden Fall runter. Okay, wir sind unten. Und jetzt? Ach du Schande! Bronton. Okay, die killen wir auch mal eben. 2 Stücke Fleisch und ein Horn. Kriegen wir von denen. Und ein Mana-Pilz. Eieieiei. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger, liebe Leute. Das liegt daran, weil ich hier so ein bisschen konzentriert dabei bin. Auch so ein bisschen nebenbei der Musik lausche, die gerade läuft. Also die Musik vom Spiel. Also ich habe jetzt keine spektakuläre Hintergrundmusik oder sowas laufen, falls ihr das jetzt denkt. Beides Echsenkrieger, aber hier ist nicht die Rede von einem Wächter. Verdammt nochmal. Aua! Alter, Alter, ja, ist ja gut. Jetzt stirb endlich, so. Finde ich immer wieder schön, wie sie so einen Salto hinlegen. Finde ich gut. So, 14 Goldstücke und ein Stück Fleisch. Hier ist noch eine Steinplatte. Und hier sehe ich eine Winde, die wir betätigen können. Aber leider keine Büste. Hm. Also waren wir doch falsch. Dann waren wir offensichtlich doch falsch. Ja, das sieht so aus. Toll. Ach so, da ist ein Schalter. Ach schau. Na, das ist ja toll. Bloß, das bringt uns nicht mehr viel, weil die Winde haben wir jetzt schon aktiviert. Aber wir haben keine Büste hier gefunden. Das ist ja doof. Hier muss doch irgendwo eine Büste sein. Es kann doch nicht sein, dass hier keine Büste ist. So. Habe ich vielleicht doch was übersehen? Ich weiß das echt nicht. So, eine Winde ist auf jeden Fall offen. Ich habe eine Winde gefunden. Ich habe eine Winde gefunden. Das Tor ist immer noch verschlossen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde. Jo.
Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt. Rufus. Folge ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, die braucht er definitiv. Deswegen waren hier auch so viele Gegner. Ich hab's gewusst. Das war wieder genau der falsche Weg. Den Fehler mache ich jedes Mal. Also bevor ihr, wenn ihr das Spiel spielt und ihr seid soweit, geht dann zuerst die Richtung, die ich als zweites angeschlagen habe, weil das ist dann nämlich die richtige Richtung. Ich mache das jedes Mal verkehrt. So, wo ist denn Rufus? Okay, wir müssen anscheinend nochmal nach oben. Ich sehe gerade, wir nehmen jetzt über eine Stunde auf. Ich werde die Session aber trotzdem nochmal um 5 Minuten überziehen. Alleine schon deswegen, weil ihr so viel unserem Protagonisten beim Fressen zugucken musstet. Ich weiß jetzt echt nicht, ob Rufus jetzt schon da... Ernsthaft? Da ist ein Krieger gespawnt? Wie das denn? Wir haben da doch alle weggekickt. Kann das sein, dass der wieder da... Ah ja, alles klar. Wow! Au! Alter, von hinten. Ich hasse dieses von hinten. Aber das ist der Hefte, den wir gesucht haben, du Penner. Alter, Alter, Alter. Du Sau. Alter, hörst du auch nochmal auf? Ja, jetzt hat er aufgehört. Meine Güte, wir sind fast tot, ey. Drei Stücke Fleisch und die Büste, die wir brauchen. Ruhe in Frieden, Rufus. 50 Goldstücke, ein Amulett, der vor Stichschaden schützt, eine mittlere magische Heilung, ein Messer und Weisheit im Kampf. Das Buch, das wir ihnen einst gegeben hatten, wir nun wiederbekommen. Ach so, ihr linken Säue, da hat sich einfach so ein Durchgang geöffnet. Also mit linken meine ich nicht die politische Richtung, sondern link im Sinne von... Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Hoffe ich doch mal. So, die Feuergrube müsste jetzt aus sein. Ist sie auch. Super, darauf hätte ich früher kommen können. Dann können wir jetzt die von die Gruben hier ausmachen. Jetzt dürften sie, denke ich mal, aus sein. Ja, sind sie auch. Gut. Ich würde ja am liebsten sagen, komm, wir nehmen jetzt mal ein paar Heiltränke zu uns. Das machen wir... Scheiße! Die habe ich nicht gesehen! Au, 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 au. Zum Glück haben wir einen Heiltrank eingenommen, sonst wären wir jetzt tot gewesen. 12 Goldstücke, ein kleiner Heiltrank und eine alte Büste. Noch eine. Es gibt doch schon zwei. Hä? 14 Goldstücke und... Ich werde jetzt nochmal den kleinen Heiltrank eben verwenden. Sehr gut. Und trotz dessen, dass wir so viel Leben haben, hat er trotzdem noch eine gute Wirkung. Ich guck mal kurz. Alter, blendet das gerade. Es ist schon ein bisschen dunkler jetzt. Lebenspunkte. 433 haben wir. Und dann heilt er so gut. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ach, die Säue haben die wieder runtergenommen. Ach, so ist das. Haben sie einfach die Büste da entfernt. So, jetzt können wir rein. Sehr gut. Hier ist auch kein Gegner. Nein, hier ist kein Gegner. Gut, dann werden wir jetzt die zweite Wende öffnen. Vor allem, es sieht bei ihm so einfach aus. So, und da ich nicht weiß, ob wir die noch brauchen werden, nehme ich die vorsichtshalber wieder mit. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Und dann werden wir wieder hinausgehen, beziehungsweise wieder zu den Truppen der Inquisition stoßen. Und ich würde sagen, wenn wir dort sind, werden wir uns mal diese Säule anschauen, die sich der Inquisitor da die ganze Zeit vorgenommen hat. Und dann werden wir, denke ich, auch mal diese 13. Session enden lassen. Und wir werden uns dann definitiv in der 14. Session weiter in dieser Unterwelt hier weiter fortbewegen. Weiter voranschreiten, ihr wisst Bescheid. Ach, guck an, hier liegt der Richtstab. So, Rufus ist tot. Rufus ist tot. Was ist passiert? Echsenkrieger. Sie haben ihn wohl überrascht. Dann hat er es nicht besser verdient.
Wer nachlässig ist, gefährdet unsere Mission. Die Strafe für Versagen ist der Tod. Merkt ihr das? Alter, was bist du für ein Arschloch? Du hast einen deiner Männer verloren. Dann erbitte ich mir doch ein bisschen mehr Trauer gefälligst, ja? Das war immerhin einer, der dir gefolgt ist. Ich habe die zweite Winde gefunden. Ich habe die zweite Winde gefunden. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal an. Mhm. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Genau das hatte ich auch vor, du Penner. Rücksichtsloses Arschloch. Diese Festung wurde von vielen erbaut, doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So, so. Ja. Und ich würde sagen, mit diesen Worten werden wir jetzt abspeichern und dann wird tatsächlich die zweite Hälfte der 13. Session enden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Falls ja, bitte gebt doch diesen Parts einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Warum sage ich das eigentlich? Ich lasse doch immer die Endcard einblenden. Egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Und ich denke mal, sehr bald wird dieses Let's Play wahrscheinlich schon enden, denn wir scheinen schon am Höhepunkt des dritten Kapitels angekommen zu sein. Und ja, wer dieser Ursigor ist und was er mit den Echsen und den Titanen so alles am Hut hat, werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Session herausfinden. Doch bis dato sage ich nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen bleibt mir gewogen.